Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Mit diesen Worten aus dem Johannesevangelium darf ich Sie ganz herzlich heute zu diesem Online-Gottesdienst begrüßen. Mein Name ist Lina Ehrmann und ich bin die Vikarin hier in der Gemeinde Sausenheim-Neuleiningen. Heute ist der sogenannte Hirtensonntag. An diesem zweiten Sonntag nach Ostern erinnern wir uns daran, dass Gott wie ein guter Hirte für seine Schafe, für uns da ist. Er beschützt uns und ist eben für uns da. Und so ist er auch heute in diesem Gottesdienst für uns da. Und daher feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete. Guter Gott, in dieser Welt prasselt vieles auf uns ein. Schönes, Trauriges, Relevantes und Irrelevantes. Es ist nicht immer einfach, den Überblick zu behalten und die Orientierung nicht zu verlieren. Wir bitten dich, sei du unser guter Hirte. Beschütze uns vor den Fluten und Gefahren, die manchmal drohen, uns zu überrollen. Lass uns deine Stimme hören, wenn wir die Orientierung verlieren, und sei uns Orientierung eben in unserem Leben. Und lass uns auch deine Nähe spüren, damit wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Lass uns auch in diesem Gottesdienst deine Hirtenstimme hören und deine Nähe spüren, damit wir gestärkt aus ihm hervorgehen. Amen. Im Predigttext heute geht es um zwei Frauen, um Sarai und Hagar, die jeweils mit ihrem Schicksal hadern. Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann: Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abram war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann: Mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abram erwiderte: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. In der Wüste
rastete Hagar bei dem Brunnen, der im Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel: Geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael nennen. Das heißt, Gott hört. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief: Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: Du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Beer Lahai Roy, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abram einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Abram war damals 86 Jahre alt. Das ist der richtige Weg für mich. Oder etwa doch nicht? Links lang. Oder doch rechts? Welchen Plan hat Gott für mein Leben? Du bist ein Gott, der mich sieht. Oder etwa nicht? Muss ich mich mehr anstrengen? Oder ist dieser Weg hier gar nicht meiner? Leitet Gott mich in meinem Leben oder habe ich selbst in der Hand? Fragen, die sich manche Menschen stellen. Fragen, die auch ich mir stelle und die auch Sarai und Hagar sich stellen könnten. Ich stelle mir vor, was Sarai damals in ihrer Situation gedacht haben könnte. Ich wünsche mir so sehr ein Kind. Ich würde es liebevoll umsorgen, es an seinen Händchen halten, wenn es die ersten Schritte macht. Es abends sanft in den Schlaf wiegen. Ein Kind, das mich als Mutter bedingungslos liebt, das meine Nähe sucht und ganz und gar auf mich angewiesen ist. Mein Herz tut so weh ohne Kind. Mein Leben ist leer. Abraham und ich haben es oft versucht, Kinder zu bekommen, aber ich werde einfach nicht schwanger. Mein Leben ist sinnlos ohne Kind, ohne Nachkommen. Was bin ich schon ohne Kind? Als verheiratete Frau ohne Nachkommen bin ich nichts. Ich habe den Eindruck, alle anderen schauen mich abwertend an. Mein Leben hat nur dann einen Sinn, wenn ich Teil einer Familie bin. Nur durch ein Kind kann ich mit meinem Mann zu einer Familie werden, zu einem Ganzen werden. Ohne Kind haben wir keine Zukunft, keine Nachkommen. Das bedeutet, unser Geschlecht, unsere Familie wird aussterben. Wir werden keinen Bestand auf dieser Erde haben. Warum habe ich nur keine Kinder? Gott hat uns viele Nachkommen versprochen, aber er hat seine Verheißung noch nicht erfüllt. Noch. Naja, wird er das jemals tun? Aber Gott ist doch dafür verantwortlich, dass ich unfruchtbar bin. Er ist der Schöpfer des Lebens. Warum schenkt er mir nicht ein Kind? Gott, warum tust du mir das an? Warum siehst du mich nicht in meiner Not? Warum behebst du meinen Schmerz nicht und schenkst mir endlich ein Kind, wo du doch die Macht hast, Leben zu schaffen? Ich halte es nicht mehr aus, die Sehnsucht, der Druck durch die Gesellschaft. Was soll ich nur tun? Wenn von Gott keine Hilfe kommt, dann muss ich Gottes Plan selbst in die Hand nehmen. Wenn er nichts unternimmt, dann bleibt es an mir hängen. Vielleicht erfüllt sich so seine Verheißung. Ich könnte Abraham meine ägyptische Magd Hagar als Nebenfrau geben. Das ist so üblich im Land und ich habe das schon von anderen Frauen gehört, die ebenfalls keine Kinder bekommen konnten. Immerhin ist es so vorherrschendes Recht, dem Mann eine Nebenfrau zuzuteilen. Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit. Ich habe das Recht, über meine Magd zu entscheiden. Und ich gebe Abram Hagar als Nebenfrau. Dieses Kind, mein Kind, das soll in Liebe gezeugt werden. Abram soll nicht nur mit Hagar schlafen, sondern mit ihr auch Zeit verbringen, dass eine Vertrautheit und eine Beziehung zwischen ihnen entsteht.
Der Entschluss bedeutet, dass ich nun meinen Mann mit einer anderen Frau teilen muss. Das schmerzt mich sehr. Aber der Wunsch nach einem Kind ist einfach größer. Ja, so wird sich Gottes Verheißung erfüllen. Manchmal muss man eben an Gottes Plan mitwirken. So stelle ich mir Sarais Gedanken in ihrer Situation vor. Abraham lässt sich darauf ein und der Plan geht auf. Hagar wird schwanger. Ich stelle mir ihre Gedanken vor. Warum sieht mich niemand? Bin ich als Sklavin, als Magd von Sarah unsichtbar für meine Herrin? Es wird einfach von Sarai über mich und meinen Körper entschieden. Abraham ist in meine Intimsphäre eingedrungen. Ich habe nicht die Kontrolle über meinen eigenen Körper, nicht die Kontrolle über die Fähigkeit, ein Kind zu bekommen. Was ich will, ist den anderen völlig egal. Sarai sieht in mir nur eine Gebärmaschine für ihren eigenen Kinderwunsch. Warum hat sie mir das angetan? Eigentlich hatten wir ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander. Sie hat immer auf mich aufgepasst, hat mich vor anderen Männern geschützt, dass ich nicht berührt wurde. Wir haben so viel Zeit zusammen verbracht. Ich weiß, dass sie sich ein Kind wünscht. Aber ich will doch auch gesehen und gehört werden. Ich will nicht einfach nur stumm sein und nicht einfach alles über mich ergehen lassen. Aber jetzt bin ich schwanger. Ich spüre das kleine Baby in mir, trotz der Umstände, unter denen es gezeugt wurde. Ich liebe dieses Kind. Auch wenn ich weiß, es wird dann meiner Herrin gehören. Ich habe mich so gefreut, als ich gemerkt habe, dass ich schwanger bin. Aber jetzt schaut Sarah mich abwertend an. Sarai hat mich doch ihrem Mann als Nebenfrau gegeben. Sie war doch diejenige, die es so wollte. Aber jetzt hat sie das Gefühl, dass ich ihr Böses will und auf sie herabschaue. Aber ich freue mich einfach so sehr, Mutter zu werden. Ich fühle mich so strahlend. Ich fühle die Stärke, die mir die Schwangerschaft gibt. Ich freue mich so sehr, das Kind kennenzulernen und aufwachsen zu sehen. Ich bin so stolz, dass mir dieses Glück vergönnt wurde. Sarai ist von dem Verhalten von Hagar verletzt. Sie wendet sich mit ihren Gefühlen an ihren Mann Abraham. Abraham stellt den alten Zustand wieder her. Sarai hat die volle Freiheit in ihrem Verhalten gegenüber Hagar. Sarai nutzt das aus. Hagar wird spüren gelassen, dass Sarai die Herrin ist. Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Fragt der Bote Gottes an der Wasserquelle in der Wüste. Hagar antwortet ganz ehrlich, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Ich stelle mir weiter vor, wie sie sagt, da komme ich her, aber wohin ich gehen will, das weiß ich nicht. Dort habe ich es jedenfalls nicht mehr ausgehalten. Der Bote des Herrn spricht zu ihr, ich höre, was du sagst. Und ich verstehe, wie du dich fühlst. Glaub mir, Gott hat dein Elend gesehen, aus dem du kommst. Flucht ist aber nicht die einzige Möglichkeit, mit deiner Situation umzugehen. Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Es ist aber nicht ein Weg zurück in die alten Verhältnisse, denn ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der größten Menge wegen nicht gezählt werden können. Du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Du sollst ihn Ismael nennen. Das bedeutet, Gott hört. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Hagar war sprachlos. Sie sollte wieder zurückgehen, das machte ihr große Angst. Aber Gott eröffnete ihr auch eine neue Perspektive auf ihr altes Leben. Hagar nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht und sich in meiner Not mir zugewendet hat. Dass er mich direkt angesprochen hat, dass er meinen Namen kannte, das bedeutet mir so viel. Ich fühle mich wertgeschätzt und gesehen. Jetzt sehe ich auch eine Zukunft. Gott sieht uns. Er sieht uns mit unseren Wünschen und Nöten. Gott sieht uns und leitet uns, auch wenn wir das nicht spüren.
Er führt uns auf den Weg, den er für uns bereithält. Wir können ihm vertrauen, wie Schafe ihrem Hirten, dass Gott uns führt, durch dunkle Täler hin zu wunderschönen grünen Auen. Amen. Wir wollen Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, in unserem Alltag werden wir oft von Sorgen und Problemen in Beschlag genommen. Stress auf der Arbeit, Streit mit Freunden oder in der Familie, Probleme aller Art. Wir bitten dich für uns, sei du der Gott, der uns sieht. Sei der Hirte, der uns den Weg durch all diese Probleme zeigt und uns beschützt. Herr Jesus Christus, wir leben alle in irgendwie gearteten Gemeinschaften, sei es in der Familie, im Freundeskreis, im Verein, im Dorf, in der Stadt, in der Kirche. Wir bitten dich für unsere Gemeinschaften. Halte uns zusammen. Sorge dafür, dass keiner und keine verloren geht. Und falls das doch einmal passiert, sammle uns wieder ein, damit wir bei dir und in der Gemeinschaft geborgen sind. Herr Jesus Christus, in dieser Welt gibt es vieles, das uns herausfordert. Lass uns nie vergessen, dass du an unserer Seite stehst und uns Halt und Orientierung geben willst. Damit wir nicht auf falsche Hirten hereinfallen, die uns ins Unglück führen wollen. Damit wir nicht anfangen, Menschen auszugrenzen aus der Gemeinschaft. Damit wir keine Kriege gegen unsere Menschengeschwister führen, damit wir auf dieser Welt in Frieden leben können. Amen. Wir wollen Gott um seinen Segen bitten. Gott, segne uns und behüte uns. Gott, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns nahe. Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen.